Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meinen Lesemonat August geben und da dieser Lesemonat wirklich ungemein erfolgreich war, ich habe nämlich 15 Bücher gelesen, werde ich jetzt direkt anfangen und zeige euch die Bücher. Fangen wir mit 2 bzw. 3, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es wirklich alle 3 waren oder nur die 2. Auf jeden Fall mit der Dark Summer Reihe an. Einmal Dark Summer Nights, dann haben wir Dark Summer Dreams und oh mein Gott, wie hieß der letzte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich blende sie euch hier alle ein. Die habe ich auf jeden Fall gelesen aus dem Federherz Verlag und ich mochte die sehr gerne. Das sind alles so Kurzromane quasi, also die haben nur so 100 bis 150 Seiten, also man ist super schnell damit durch und das sind einfach auch noch so Suchtfaktor-Bücher, also man ist automatisch noch schneller damit durch und ja, die habe ich gelesen, haben mir sehr gut gefallen. Ich meine sogar, ich habe Band 1 schon für euch rezensiert, ja, aber ich würde sagen, genau, aber es kommt demnächst auch noch eine Rezension der kompletten Reihe und deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter. Dann habe ich zusammen mit Vanni Writers in New York, Jedes Wort ist für dich, von der wundervollen Gabi gelesen. Wer Gabi noch nicht kennt, ich verlinke euch ihren Instagram- bzw. YouTube-Account mal hier. Ihr solltet sie eigentlich kennen, weil ich habe auch schon ja, mit ihr gemeinsam gelesen und ja, genau. Auf jeden Fall ist das Gabis Buch. Es geht hier um India und um Alec. Und ja, ich muss sagen, mir und Vanni hat dieses Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. India und Alec sind beide Autoren, beziehungsweise angehende Autoren, möchten Autoren werden und damit erfolgreich werden. Und sie tun wirklich alles, um diesen Traum zu verfolgen. Und ja, dabei lernen sie sich halt kennen und verlieben sich eventuell ineinander. Ich fand das Buch wirklich richtig, richtig toll, war absolut begeistert. So zum Ende hin ist zwar etwas passiert, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, aber nichtsdestotrotz war das wirklich eine Geschichte, vor allem auch für Leute, die gerne schreiben. Da kann man wirklich auch nochmal ganz viel mitnehmen. Also ich kann euch dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen. So, oh Gott, hier stapeln sich schon wieder die Bücher. Das wird nicht gut gehen, das weiß ich jetzt schon. Dann habe ich gelesen Repeat This Love von Kylie Scott. Ich habe mal die Rockstar-Reihe von Kylie Scott gelesen und habe sie wirklich geliebt. Dann habe ich die Spin-Off-Reihe gelesen, die habe ich nicht mehr so geliebt. Dann habe ich Trust gelesen, habe ich auch nicht geliebt. Dann habe ich noch was gelesen und jetzt wollte ich ihr nochmal eine Chance geben, weil das klang so gut. Es geht nämlich hier um Clementine und die verliert ihr Gedächtnis. Genau, und sie weiß halt nicht, warum sie sich von ihrem Freund getrennt hat, weil irgendwie schien sie total glücklich und ja, bei dem sucht sie jetzt eben Antworten und es könnte sein, dass die beiden sich näher kommen. Leider hat mir das Buch nicht so gefallen, muss ich sagen. Für mich hatten die Charaktere überhaupt keine Tiefe. Dann ging mir so dieses Hin und Her total auf die Nerven. Das tut mir so leid, das zu sagen, aber ja, es war einfach so, es war nicht so gut. Also für mich persönlich war es einfach nicht so gut. Ich konnte es mich nicht überzeugen. Dann habe ich gelesen Never Doubt von Emma Scott. Ihr wisst, ich bin ein riesen Emma Scott-Fan. Und natürlich ist ihr neues Buch direkt bei mir eingezogen und ich habe es auch unmittelbar danach gelesen. Ich habe dieses Buch wirklich sehr geliebt. Ich muss sagen, es ist, was ich schon als Kritikpunkt bei vielen gelesen habe, es ist anders als ihre anderen. Es ist auch tiefgründig, aber nicht so krass tiefgründig. Und ja, es behandelt halt ein anderes Thema und es ist irgendwie ganz anders, aber ich fand es trotzdem gut. Mir hat das total gut gefallen. Es geht hier halt um Willow und ja, in Willows Vergangenheit ist halt etwas passiert, von dem sie keinem erzählen kann und womit sie irgendwie lernen muss zu leben, was ihr ziemlich schwer fällt. Und dann trifft sie halt auf Isaac. Isaac ist der Bad Boy in der neuen Stadt, wo sie jetzt wohnt. Und ja, die beiden spielen dann in einem Theaterstück, nämlich in Hamlet. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass es langweilig werden würde, aber das war es überhaupt nicht, weil die beiden lernen dann halt durch dieses Theaterstück Dinge zu sagen, die sie so niemals sagen könnten. Und diese ganze Geschichte war einfach unglaublich toll. Es hat mir wieder so, so gut gefallen. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Buch und ich kann jetzt schon kaum neue Geschichten von Emma Scott abwarten. Und ja, wie gesagt, ich habe als Kritikpunkt gelesen, dass es nicht an ihre anderen rankommt, aber es ist für mich eine Geschichte, die auf ihre eigene Art und Weise wirklich wunderschön war und ich fand Isaac total toll. Also ja, ich bin begeistert, ihr merkt schon. Auch von dem nächsten Buch bin ich sehr begeistert, weil auch hier
ist die Autorin einer meiner absoluten Lieblinge, nämlich Wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Cherry. Dieses Buch musste ich unbedingt lesen. Ich habe zwar noch zwei Bücher von der Autorin hier, die ich noch nicht gelesen habe, aber ich musste dieses Buch unbedingt lesen, weil damals, als ich die Autorin interviewt habe, hat sie mir halt von dieser Geschichte erzählt und sie war halt ja so hin und weg von der Geschichte und ich war es auch, weil es sich so, so gut anhörte. Und ja, es geht hier um, wie hieß sie denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wie das Mädel heißt. Genau, Elena und Grayson. Und die beiden lernen sich halt in ihrer Jugend quasi kennen. Ja, und es gibt halt etwas, was die beiden sehr, sehr doll verbindet. Aber irgendwie verlieren sie sich aus den Augen. Und Jahre später ist Elena dann die Nanny von Graysons Kindern. Nur das Problem ist, dass Grayson halt ein ganz anderer Mensch ist als der Grayson, den Elena in ihrer Jugend gekannt hat. Der ist nämlich verbittert, wütend und einfach nur böse. Und ja, er ist halt, wie gesagt, ganz anders. Aber ich muss sagen, ich fand die Geschichte auch unglaublich. Sie war so, so toll. Sie war teilweise echt tiefgründig. Sie war aber auch nicht zu traurig, finde ich. Nicht so traurig wie manch anderer ihrer Bücher. Aber es war wirklich ein wundervolles Leseerlebnis. Ich fand die Geschichte so toll um die beiden Protagonisten und die Entwicklung auch der Protagonisten. Und oh mein Gott, Brittany C. Cherry, die Frau, ey, die kann einfach mit Worten umgehen. Ich sage es euch, also ja, ich bin hin und weg. Also Emma Scott und Brittany C. Cherry, die sind so meine... Ich liebe die beiden einfach, weil die berühren mich immer wieder. Mit ganz unterschiedlichen Geschichten auf ganz verschiedenen Ebenen. Auch wenn ich nichts mit den Charakteren am Hut habe oder gemeinsam habe, sage ich es besser so, schaffen die Autorinnen es irgendwie, mich mitzunehmen und mich davon zu überzeugen. Und ich finde, das ist so ein Talent. Ihr merkt schon, ich bin absolut hin und weg. Dann habe ich gelesen, Das Reich der Sieben Höfe 3. Ja, wird auch mal Zeit. Diejenige, die Das Reich der Sieben Höfe als ihre Lieblingsreihe nennt, hat den dritten Band noch nicht gelesen. Shame on me. Das hatte aber einen Hintergrund, denn ich wollte diese Bücher immer, ich habe immer gesagt, ich möchte es lesen, wenn ich Ruhe habe, wenn ich Zeit habe. Ich will das nicht abends, wenn ich von der 10 Stunden Arbeit komme, das so reinschieben und 50 Seiten lesen. Deswegen habe ich es mit in den Urlaub genommen und... Ja, habe im Buch dieses Buch genossen. Es war, ja, es war episch, es war wundervoll. Ich liebe die Charaktere, ich liebe die Welt, ich liebe all die Geschehnisse. Es kam für mich zwar nicht an Band 2 ran, aber ich fand es trotzdem episch. Also wirklich, sind so viele Dinge passiert, wo ich einfach Gänsehaut hatte. Und als es vorbei war, konnte ich es gar nicht fassen. Also ich war auch so kurz vorm Heulen, nicht weil es irgendwie traurig geendet ist oder so, sondern einfach, weil es vorbei war. Und es war so, ja, als hätte man einem so, keine Ahnung, ein Stück Kindheit genommen oder so. Also es war richtig, richtig creepy. Auf jeden Fall, ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Ihr merkt schon, meine Bücher waren diesen Monat richtig geil, muss ich sagen. Auch das nächste Buch. Ach, Leute, also. Und zwar Abendgewitter. Ja, ich habe es endlich gelesen. Ich habe schon viel Gutes davon gehört. Mich hat der Klappentext nicht immer so angesprochen, muss ich sagen. Aber mir haben halt viele geschrieben, lies es, es wird dir gefallen. Es ist nämlich so Dark Romance und es geht hier halt um... zwei junge Studentinnen und die sind halt in ihrem Auslandsjahr und die werden dann halt durch ein missverstecktes, werden die dann entführt, was echt scheiße ist. Ich weiß aber nicht mehr, wie hieß die Protagonistin denn? Die hat einen richtig geilen Namen, das weiß ich noch. Ach scheiße, wie hieß die denn? Samira, genau, es geht um Samira. Genau, und Samira landet dann bei dem Mann mit der Maske und ja, wie der Name schon sagt, das ist der Mann mit der Maske. Er hat immer eine Maske auf und man weiß nicht, wer er ist. Man ahnt es zwar im Laufe des Buches, ich muss sagen, ich war so vercheckt und ich war so absolut hin und weg von Alessio, das ist der Mann mit der Maske, dass ich gar nicht gecheckt habe, wer er eigentlich ist, obwohl es eigentlich voll offensichtlich war. Und oh, wow, also dieses Buch, das hat mich so mitgerissen. Das ist wirklich, ich lese viel Dark Romance und das ist echt eins der, für mich der besten in diesem Genre. Und ja, das Ende, das war richtig episch. Hier ist nämlich so ein Moment. Ja genau, hier ist so eine Stelle drin, die hat mich wirklich fertig gemacht, weil hier steht... an dieser Stelle hast du die Möglichkeit auszusteigen und dich über das Happy End zu freuen, das du vielleicht nicht mehr erwartet hättest.
Okay, ist jetzt kein Spoiler, das Buch hat halt ein Happy End, also bis dahin zumindest. Und dann, falls du den Mut haben solltest, weiterzulesen, sag dir selbst, ich werde es nicht bereuen. Denn ich verspreche dir, du wirst es bereuen, weitergelesen zu haben. Ah. Ergänzung, was ich vergaß, ich habe dich zu nichts gezwungen, sondern dich nur vor die Wahl gestellt. Ja, also ganz ehrlich, wie soll man da nicht weiterlesen? Und dieses Ende war episch. Also, ich fand es so geil. Ich habe mir direkt Band 2 und 3 gekauft. Es geht um andere Charaktere, aber halt in der gleichen Welt und, wie gesagt, episch. Dann habe ich Prestige Kingsfall von Kati Weber gelesen. Hier war ich nicht ganz so zu 100% begeistert. Ich habe es mir irgendwie, es geht nämlich um Samantha und ihre Schwester ist vor einem Jahr gestorben, angeblich an Selbstmord. Und sie kann das Ganze halt nicht so glauben und geht dann an die Schule, weil sie herausfinden möchte, ob da jemand seine Finger im Spiel hat, beziehungsweise was es mit diesem mysteriösen Selbstmord auf sich hat. Und dort trifft sie halt auf Kylan, das ist der Anführer des Prestige-Clubs quasi. Und ja, genau, das ist so die Storyline. Ich für mich habe mir das echt mysteriöser und geheimnisvoller und ein bisschen darker vorgestellt, aber das war es leider nicht. Deswegen war ich ein ganz kleines bisschen enttäuscht. Es hat mir trotzdem gefallen. Es war jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen. Ich mag Kati Weber, die Autorin, sowieso richtig, richtig gerne. Aber es war halt wirklich leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, was echt schade war. Dann habe ich von der gleichen Autorin wie von Abendgewitter Dark Knight Glow gelesen. Hier geht es um Muriel und Muriel ist von zu Hause geflüchtet, weil ihr Freund gestorben ist, beziehungsweise der Hauptgrund ist, weil sie einen Stalker hat und von diesem verfolgt wird und deswegen zieht sie jetzt weg, um diesem halt zu entkommen. Bei ihrem neuen Zuhause trifft sie dann auf ein paar neue Kerle und ja, der Stalker ist auch da und das Buch war echt ziemlich cool. Ich muss sagen, die erste Hälfte hat mich nicht ganz so gecatcht wie die zweite Hälfte, aber es ist halt richtig geil, weil du liest halt auch Kapitel aus der Sicht des Stalkers, das ist dann mit X markiert und du versuchst halt die ganze Zeit herauszufinden, wer dieser Stalker ist, aber jedes Mal, wenn du denkst, boah, jetzt weiß ich, wer es ist, da passiert irgendwas und dann bist du wieder so auf dem Punkt so, scheiße, wer könnte es sein? Und ich bin gerade mal bei Band 1, es gibt 5 Bände, ich habe Band 2 auch schon hier. Und ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und was ich auch echt geil finde, in der ersten Auflage sind halt hier solche Karten drin. Und auf der Rückseite sind dann halt so wie so Szenenbilder, die dann zu der Szene, die dann genau da an der Stelle ist, passen. Also echt richtig genial. Da freue ich mich auch total aufs Weiterlesen. Dann habe ich 12 von Rose Snow gelesen, das ist Band 2 und ja, wie ihr vielleicht schon wisst, habe ich ja letzten Monat, also im Juli, habe ich ja Band 1 gelesen, gehört, so ein Mischmasch und jetzt wollte ich unbedingt mit Band 2 weitermachen und auch Band 2 hat mir richtig gut gefallen. Es war ganz anders, als ich gedacht habe, es hat mir ein bisschen gefehlt, dass wir nicht ganz so viel in Noctaris waren. Aber das war nicht schlimm, weil da, wo wir waren, war es auch richtig cool. Und ich fand die Storyline und die Geschichte, es hat einfach absolut alles gepasst. Es war stimmig. Ich mochte es wieder total und ich freue mich schon noch mehr von der Autorin zu lesen. Ich habe nämlich die Lügenwahrheiten hier und damit werde ich dann als nächstes weitermachen. Dann habe ich ein Buch gelesen, was ich auch schon so, so lange lesen wollte. Und zwar Broken Law von LG Shen. Und ja, das ist der 4. Band. Ich habe es immer ein bisschen hinausgezögert. Ich weiß auch nicht warum. Aber da jetzt halt diese Spin-off-Bände rausgekommen sind, wo es um die Kinder geht, habe ich mir gedacht, muss ich jetzt Band 4 endlich mal beenden. Und wow, Band 4 hat mich absolut mitgerissen. Also wirklich. Band 4 war für mich einer der besten der Reihe mit Band 2. Ich glaube, Band 2 und Band 4 sind so meine Liebsten. Und ja, es war richtig geil. Ich möchte euch zum Inhalt nichts sagen, weil das, was hinten drauf steht, erzählt so kaum was über den Inhalt. Und ich fand den Inhalt so genial und es hat mir so, so gut gefallen. Und ich war absolut drin und die Entwicklung der Charaktere und die Entwicklung der Beziehung der Charaktere, die fand ich so unglaublich. Und ja, ich freue mich jetzt megamäßig auf das Spin-off und ich kann euch diese Reihe nur wärmstens empfehlen. Auch wenn euch Wishes Love nicht gefällt, weil Wishes Love ist echt ziemlich gemein und böse. Lest mal die Folgebände, vor allem Band 2 ist richtig, richtig schön. Die sind nämlich irgendwie ganz anders als Wishes Love, finde ich. Weil ich kenne halt sehr, sehr viele, die nicht weiterlesen, weil ihnen Wishes Love nicht gefallen hat. Weil, wie gesagt, Wishes Love halt wirklich ziemlich gemein ist. Also Wishes in Wishes Love ist sehr fies.
Dann habe ich Dunkelglanz von Jennifer L. Armentrout gelesen. Für dieses Buch wurde es auch endlich mal Zeit. Wir sind nämlich in unserem Lux-Universum und hier geht es um einen Arum. Mehr werde ich dazu nicht sagen, falls ihr die Lux-Reihe noch nicht gelesen habt. Dieses Buch sollte ja ganz anders sein. Es ist ja auch in einem anderen Verlag erschienen, weil es halt sehr viel mehr sexy sein sollte. Und da kann ich absolut zustimmen, das ist es auch. Wir haben hier sehr viele, sexy Szenen, aber so... Ja, es ist halt anders als die Lux-Reihe. Es ist schon sexier, es ist erwachsener. Aber ich muss sagen, es hat mir unglaublich gut gefallen. Ich finde, das passt absolut zu den Wesen. Es passte absolut hier zu unserem Arum. Und deswegen kann ich daran wirklich nichts aussetzen. Es hätte vielleicht manchmal ein Ticken weniger sein können. Aber nichtsdestotrotz fand ich es richtig cool, diese Geschichte um den Arum zu lesen. Und ich freue mich jetzt, Revenge zu lesen und wieder in dieses Universum abzutauchen. Und ich muss sagen, während ich das gelesen habe... habe ich richtig Lust bekommen, nochmal Obsidian, die Reihe, neu zu lesen oder zu hören, weil Demon, wie auch immer, der taucht hier auch einmal kurz auf und ja, da habe ich richtig, richtig Lust zu bekommen. So, die letzten zwei Bücher. Ein Buch habe ich von meinem Sub befreit, nämlich Morgentau von Jennifer Wolf, was nämlich schon sehr lange drauf liegt. Die Auserwählte der Jahreszeiten. Hier geht es halt um Maya und Maya wird halt von der Göttin Gaia dazu auserkoren, dass sie einen ihrer vier Söhne heiraten darf, nämlich den Herbst, den Frühling, den Winter und den Sommer. Und ja, sie darf mit jedem eine Woche verbringen und daraufhin muss sie sich dann entscheiden, mit welchem der Söhne sie für 100 Jahre zusammen sein möchte, also heiraten möchte. Mir hat das Buch echt gut gefallen. Ich muss sagen, es war teilweise echt kindisch. So, ja, so dieses Verhalten von Maya war halt schon ziemlich jung, ziemlich jugendlich. Aber ich fand es nicht schlimm. Es war sehr erfrischend. Und was mir unglaublich gut gefallen hat, ist, dass das Buch nicht so... geendet ist oder die Wendung nicht hatte, wie ich sie gedacht habe, weil es so offensichtlich eigentlich war. Aber es ist was ganz anderes gekommen, womit ich wirklich nicht gerechnet habe und es hat mir richtig gut gefallen, dass ich hier so überrascht wurde und ich werde da auf jeden Fall weiterhören und mir mal die anderen Bände zulegen. Es ist auch wirklich nur sehr dünn und das Hörbuch, die Sprecherin hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich habe das halt so gehört, gelesen, das mache ich meistens so. Wir sind beim letzten Buch. Ja, yeah, mein Kamera-Akku blinkt schon das halbe Video lang rot. Hoffentlich hält es jetzt noch aus. Okay, ich rede weiter. Ich habe Vortex von Anna Benning gelesen, gemeinsam mit meiner wundervollen Esther. Es hat einen wundervollen Buchschnitt und sieht so geil aus. Ich hatte echt Angst vor dem Buch, weil es halt eine Dystopie ist, beziehungsweise eine Fantasy-Dystopie. Aber... meine Angst hat sich nicht bewährt. Das Buch war absolut genial. Also wirklich eine so geile, grandiose Dystopie-Fantasy-Idee und Geschichte. Mega gut ausgearbeitet. Die Charaktere fand ich absolut cool. Sie waren stimmig mit der Geschichte. Die Bösewichte waren auch richtig cool. Alles, was hier so passiert, hat so seinen Sinn ergeben. Und die fantastischen Elemente, wow. Und der Schreibstil, der war so geil. Man konnte sich wirklich... ich konnte mir alles eins zu eins in meinem Kopf vorstellen. Die fantastischen Elemente, wow, die waren wirklich, ich habe es mir wirklich richtig vorgestellt. Ich habe diesen richtigen Film im Kopf gehabt und das war so genial. Also wirklich ein absolut geiles Buch. Ich liebe es wirklich sehr. Es war so der Hammer. Und ich sage euch nicht, worum es geht. Lest es einfach, weil es ist wirklich, ihr könnt euch mal den Klappentext hinten durchlesen, der hat mich auch so ein bisschen gelockt. Aber es war absolut geil. Ich habe auch direkt Band 2 vorbestellt, das konnte man signiert bestellen. Und ich kann es jetzt kaum erwarten. Das ist übrigens der erste Band einer Trilogie. Das war's mit meinem Lesemonat. Yay! Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr, beziehungsweise wie viele Bücher ihr gelesen habt und wie sie euch gefallen haben. Ja, ihr habt ja gesehen, mein Monat war sehr erfolgreich und die Bücher haben mir auch super, super gut gefallen. Und ja, ich würde einfach sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!